Ja, herzlich willkommen. Und wir standen da irgendwie in so einem Raum, ne? Ja, scheiße, ist das geil. Ich konnte meinen Spielstand retten. Wenigstens Max Payne. Das ist doch cool. Das weiß zu gefallen. Ja, ich hatte irgendwie zuletzt die Glotze hier ausgemacht. Da habe ich gerade mal kurz geschaut und ja, ich bin jetzt natürlich ziemlich raus. Ah, ja, ein bisschen Money da liegen. Er kommt. Ich kann ihn hören. Bereit? Zielt mit den Kanonen auf die Tür. Okay, das war's dann. Jeden Augenblick kommt Payne mit der Kanone durch diese Tür. Entweder er oder wir. Ich für meinen Teil werde den Hurensohn so voll Blei pumpen, dass sie den Sarg mit einem Gabelstapler ins Grab heben müssen. Ja. Ist klar. Kann ich auch mit Zahlen die Waffen wechseln, ja? Ja, kann ich. Mit 3 komme ich da wieder drauf. Okay, das war dämlich. Mach den kalt! Bin so raus, ey, auch aus der Steuerung, ne? Krass. Nochmal laden, das war hier nix. Das geht ja mal gar nicht klar. Gottes Willen, ey. Er kommt. Ich kann ihn holen. Gucken, ob das nochmal ähnlich läuft. Aber das sieht gut aus. Okay, F5 war schnell speichern, oder? Sehr schön. Okay, ihr Kanaltüten. Ah! Scheiße! Mann! Das gibt's doch nicht. Oh, als wäre es der hier eigentlich, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Hua! Alter Schwede, ey. Wow. Ja, wie? Bist du denn jetzt hin? Da ums Eck ist er nicht. Das ist natürlich immer nice. Man kann so ums Eck gucken, ne? Tja. Steht er hier rechts um die Ecke, oder? Diese Stelle erinnert mich an irgendetwas hier. Ich weiß noch nicht was. Wo ich damals irgendwie gesucht habe oder so. Oder eine spätere Stelle, die an früher erinnert oder andersrum. Hey, keine Ahnung. Was sind da so? Teils verschobene Kapitel hier oder was? Wow. Oh, habe ich den eiskalt erwischt, wa? Oh, nö. Verdammtes Arsch. Das kann nicht wahr sein. Na komm, gib mir deine Granate.
Asshole. Wo bist du, hm? Oh. Ach Quatsch. Laden. Ich spiele wie der letzte Noob, das gefällt mir gar nicht. Komm, schmeiß deine Granate. Nochmal zwischenspeichern hier. Mach das jetzt mal ganz cool. Oh. Vielleicht ist die Rotzgun auch nicht das Richtige hier gerade. Keine Ahnung. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was los war. Er war ja auf der Flucht hier. Hm? Ach ja. Glaubst du doch selber nicht, Junge. Ach du Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin so schlecht, ey. Okay, pass auf, Freunde. Dann machen wir das eine Nummer härter. Ja, ja. Kann man noch nicht wegdrücken, ne? Das Cap drücke geht ins Menü. Ja, das glaubst du selber nicht. Mal eben zwischenspeichern. Ja, ich muss hier leider viel speichern. Irgendwie war da gerade noch einer unten, ne? Ja. Okay, pass auf. So, du bist schon mal weg. Verdammte Scheiße. Schnell speichern. Er wuselt da unten auch noch rum, ne? Das verreckt doch mal da unten, du Arsch. Gibt's ja gar nicht. Und du auch noch. Komm. Oi. Ich trau mich jetzt mal runter. Wow. Gib Ruhe, Junge. Oh, erstmal ab in die stille Ecke hier. Die hoffentlich auch still ist. Ja, das sieht gut aus. Oh, ich krieg Munitionsprobleme anscheinend, ja. Hier ist nichts drin, ne? Bleibt mir nichts übrig, als Painkiller zu verwenden. Von wo? Was? Ich jetzt E drücke? Okay. Von wo? Da! Da
Da hat er sich versteckt. Mieses Stück. Achso, jetzt kann ich schon auf ihn hier losgehen, ja? Okay. Na dann. Habe ich dich erledigt, ja? In der Sackgasse, in der Cognetti die Puste ausging, kochte der Dampf durch die Kanalgitter, als würden unter uns sämtliche Feuer der Hölle entfacht. Es war Zeit für die Abrechnung. Wo ist Lupino? Leck mich! Ganz schlecht, Vinny. Brutale Polizei! Das ist mir gerade scheißegal. Du wirst mich doch nicht kaltblütig schlagen! Du glaubst wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Hör gut zu, mein Bester. Ich halte für niemanden den Kopf hin. Ich will wissen, wo sich dein Boss versteckt. An der Sache war nichts Edles. Ich wollte diese Scheiße nicht. Der Ärger war zu mir gekommen in großen, dunklen Schwärmen. Die Guten und Gerechten waren in dieser Stadt extrem rar. Ich machte mir keine Illusionen. Ich war keiner von ihnen. Ich war kein Held. Nur ich, meine Kanone und der Ganove. Mir blieb nur noch ein einziger Weg. Ich sag dir alles, tu mir nur nicht mehr weh. Lupino ist in Ragnarok, der Nachtclub. Verhafte mich, bring mich in den verdammten Knast und tu mir nicht mehr weh. Deine Rechte werden dir bei deiner Beerdigung vorgelesen. Ja. Okay. Ragnarok war Lupinos privater Nachtclub. Eine Drogenhöhle in einem ehemaligen Theater. Ich wusste, was mich drinnen erwartete. Wie Junkies, jederzeit bereit, in sinnlose Gewalt auszubrechen. Und Lupinos Wachhunde, die schlimmsten Killer auf dieser Seite der Hölle. Ragnarok war ähnlich einladend wie ein Migräneanfall. Im Bauch des Nachtclubs befand sich ein grotesker Freizeitpark, angefangen bei ein paar Bondage-Spielchen bis hin zu richtig ekelhaftem Zeug. Ja. Die dunkle Botschaft war ähnlich feinsinnig wie eine Bleikugel im Herzen eines Cops. Wie der Vater, so der Sohn. Ganz wie Jack Lupino. Ja, hier mache ich erstmal einen Cut, weil hier wird es auch wieder richtig schön ungemütlich. Und ja. Da ist dann Zeit für den nächsten Part. Kann man ja mal nubisch hier weiterspielen. Finde ich cool, dass das jetzt vernünftig läuft hier. Und ja, bis zum nächsten Teil dann, ne? Bis denn dann.